Level 122. Sicherheit unbestimmt, ungesichert, Präsenz zu Entitäten unbestimmt. Überlebensschwierigkeitsklasse ausstehend. Level 122 hat das Aussehen eines nie endenden Einkaufszentrums der 1980er Jahre, mit Neonbeleuchtung, die das Dach und den Boden des Levels auskleiden. In diesem Level erscheinen Vorräte in großen Mengen und werden in den Filialen rund um das Level gefunden. Geräte, die dieses Level gebracht werden, könnten ständig ohne Ladung verwendet werden, da berichtet wurde, dass die Lichtstrahlen der Neonstreifen eine Ladewirkung auf die Geräte haben. Musiksprecher säumen das Dach und spielen oft Musik aus den 1980er Jahren bis zu den 2006 ab, die sie davon abhalten können, verrückt zu werden. Um es zu bewirken, dass diese Opfer von psychologischen Angriffen in Backrooms leicht heilt. Das Level ist im Vergleich zu anderen Backrooms-Levels sehr sauber. Der Grund dafür ist Unbekannt, aber es wird angenommen, dass es eine Gruppe von Entdeckern auf Level 122 gibt, die Sauberkeit des Levels beibehalten. Die Information ist jedoch noch nicht bestätigt. Die Lichter, die das Level säumen, bestimmen die Schwierigkeit des Levels, indem sie die Farbe in zufälligen Anständen ändert. Die Musik, die während dieses Levels auf den Lautsprechern abgespielt wird, ändert sich ebenfalls unter. Unter ihnen finden Sie eine Liste der Farben, in die die Lichter geändert werden. Rot. Das ist kritischer Zustand. In diesem Zustand erscheinen Entitäten eine große Anzahl und es wird dokumentiert, dass sie übermäßig aggressiv gegenüber Wanderern sind. Alle Methoden zum Abschrecken oder Töten von Entitäten haben sich während dieses Statuses als nutzlos erwiesen. Gelb. Gefahr. Entitäten befinden sich in ihrem normalen Zustand, wandern aber in größerer Zahl durch das Level. Es wird empfohlen, sich in den Verkäufern oder den Food Court zu verstecken und sich mit anderen Wanderern zusammenzuschließen, da es unwahrscheinlich ist, dass einzelne Gruppen von Entitäten angegriffen werden. Lila gleich neutral. Diese Farbe ist die meiste Zeit die als am längsten ermittelte Farbe der Lichter dokumentiert. Das Einkaufszentrum ist nicht in einem schlechten oder besseren Zustand. Entitäten werden immer noch das Level abweichen, aber sie sind weniger bedrohlich, da die Anzahl von Entitäten auf erträglichen Zustand reduziert wird. Pink gleich ungefährlich. Rosafarbene Lichter sind ein Segen für unausgerüstete Wanderer in Level 122. In diesem Status sind Entitäten jeglicher Aggressivität nicht feindselig gegenüber Wanderern. Es wird empfohlen, sich nicht Entitäten zu nähern, auch wenn diese Farbe aufgrund der kurzen Zeit, in der dieses Licht haltet, in der Nähe ist. So wird auch dokumentiert, dass die Lichter zu zufälligen Zeiten abgeschaltet werden können, was zu Blackout-Phasen führt. Hin und wieder auf Level 122 werden die Neonstreifen heruntergefahren, sodass Reisende von Level 122 zunächst in völliger Dunkelheit bleiben. Nach einigen Sekunden werden die einzigen Lichtquellen der warmen, weichen Leuchten von Neonschildern sein. Diese Oberlichter des Einkaufszentrums sind auch dunkel, haben aber kleine weiße Punkte, die Sterne am Nachthimmel darstellen. Zweiler wandern während der Blackout-Phasen durch das Level. Daher wird empfohlen, im Food Court zu bleiben oder viel Mandelwasser mitzunehmen. Blackout-Phasen dauern durchschnittlich 2 Stunden, bevor das Summen der Generatoren zu hören ist und alles wieder online geht. Sobald die Lichter wieder anfangen zu flackern und die Musik wieder knistert. Verkäufer säumen die Wände von Level 122, aber die meisten von ihnen haben die herunterbezogenes Eisengartentor, das das Innere des Ladens verbirgt. Wenige Geschäfte wurden als geöffnet und in Betrieb befunden. Die geöffneten Geschäfte bestanden aus Geschäften mit unterschiedlichen Themen und Epochen der Menschheit. Wie ein Musikladen 1990er Jahre, ein Süßwarenladen aus den 1970er Jahren, ein Techladen aus dem Jahr 2008 und so weiter. Ein Bericht hat einen Laden gefunden, der mit Objekten aus den Backrooms gefüllt ist, wie Memory Jars, dem Ultimate Backrooms Kochbuch, Flaschen Mandelwasser und verschiedene provisorische Waffen, wie eine gebrochene Flasche, die an einen Lederarmband befestigt ist, und Boxhandschuhe reichen, die aus verschiedenen Materialien aus verschiedenen Backrooms-Leveln zu sein scheinen. Andere Verkäufer, die oft gefunden wurden, sind in der Regel faul und verstorben, wo Wormlings gefunden werden, die sich in den Müll schlemmen, der auf dem Boden zurückgelassen wird. Und Zweilers lauern normalerweise im hinteren Ende des heruntergefahrenen Geschäftes. 122 beherbergt verschiedene Arten von Entitäten, von denen die meisten aggressiv gegenüber Wanderern sind. Die dokumentierten Entitäten dieser Liste umfassen die folgenden. Wormlings werden in faulen und heruntergefallenen Geschäften gefunden, die sich an Überresten von scheinbar Tieren aus der Realität schleppen. Zweiler lauern in der weiten der heruntergefallenen Geschäfte und erscheinen während der Blackout-Phase. Obwohl sie meist fügsam sind, werden Skinsealers nur in den kritischen Phasen von Level 122 gefunden. Innerhalb der Backrooms-Vendors können unter anderem Objekten im Laden Gossip-Beacons aller dokumentierten Farben in den Regalen gefunden werden.
Sie scheinen aber keine psychologischen Auswirkungen auf den Wanderer im Laden zu haben. Einige Gossip-Beacons wurden gefunden, bei denen das LED-Licht im Inneren ausgeschaltet war. Der Gedächtnisverlustwurm, der von einem Wanderer auf Level 122 behauptet wurde, wurde gesehen, wie er während des gefährlichen Zustands auf Level 122 mit einer Geschwindigkeit, die in seiner ursprünglichen Entdeckung nicht dokumentiert war, das Level durchwanderte. Diese Behauptung wurde ignoriert, da sie keine Sichtung von Memory Worms dokumentiert wurde. Was einst der vollständige dokumentierte Identität war, ist der Surfer, eine exklusive Identität von 122. Nur im Food Court gefunden ist sein Körper nicht vorhanden, aber man kann sagen, dass er immer noch anwesend ist, weil sein Körper Kleidung anstatt seines Körpers schwebt. Er trägt ein altmodisches Eisdielen-Outfit und hat sehr informative und aufgeflochene Stimme, die sie in einen Anzeiger erinnert, die früher bis später in die Nacht lief. Obwohl er eine fügsame und in der Regel freundliche Identität ist, kann seine Wut dazu führen, dass sie aus dem Food Court geworfen werden und manchmal körperliche Kämpfe mit dem unsichtbaren Mann selbst. Basen und Außenposten. Der Food Court. Food Court hat keinen genauen Platz in Level 122, aber er ist relativ einfach zu finden. Da Hinweise um das Level herumliegen wie verworfene Essensteller und Sodaflecken auf dem Boden. Diese Hinweise werden sie schließlich dazu bringen, den Food Court zu finden. Der Food Court ist einer der sichersten Orte auf diesem Level. Es wurde berichtet, dass die Server-Identität mit einer großen Mistgabel und speziellen Gewürzen aus seiner Küche Identitäten abhält. Es ist nicht bekannt, was diese Gewürze enthalten, um große Gruppen von Identitäten abzuwehren. Der Food Court beherbergt exklusiv eine Identität von Level 122. Der Server. Der Server ist bereit, Ihnen Lebensmittel wie Mandelwasser, Royal Russians und manchmal andere Vorräte wie Kleidung zur Verfügung zu stellen, die vorübergehend von sauren Verbrennungen und Werkzeugen aus seiner Küche schützen können, wie zum Beispiel einem Hackmesser oder Steakmesser. Der Server lehnt oft den Handel mit Wanderern ab. Er bevorzugt Bargeld oder Münzen für Gegenstände, anstatt ein Objekt gegen ein anderes zu tauschen. Der Surfer ist kein fairer Mann und wirft Artikel oder Lebensmittel zu lächerlichen Preisen, vermarktet oder zählt nicht zurück, nachdem er Mängel oder Kuriositäten im verkauften Artikel bemerkt hat und versucht mit dem Surfer zu feilschen, um die Preise zu senken, wurde berichtet, um sie bis auf Weiteres aus dem Food Court zu werfen. Ein Bericht über das Dreißeln der Surfer führt dazu, dass ein Wanderer von einer unbemannten Hand der Identität rausgeworfen wird. Das Opfer wurde später totgemeldet und mit einer Art von Bakterie über sein Gesicht bedeckt und auf seinem Oberkörper sickerte. Eingänge. Wenn Sie eine Vier-Wege-Kreuzung in Level 109 stolpern und fallen, werden Sie auf Level 122 auftauchen. Selten führen einige Türen in Level 480 zu Level 122, aber es ist schwierig, einen Eingang zu anderen Geschäften oder einen Eingang zu Level 122 zu unterscheiden, da die Türen identisch sind. Ausgänge. Das Springen einer Mülltonne im Food Court kann zu Level 11 führen. Wenn Sie etwa 13 Stunden um das Level herumlaufen, werden Sie vor zwei Badezimmer-Eingänge gestellt, die mit vertrauten Symbolen gekennzeichnet sind. Anstelle der üblichen männlichen und weiblichen Schild, die auf der rechten Seite mit Zeichen eines Farbspritzers führen, führt diese zu Level unbenannt. Die Entscheidung, die Badezimmer-Eingänge auf der linken Seite mit dem Zeichen eines verzerrten Zuges zu nehmen, kann dazu führen, dass man in der U-Bahn aus einem Badezimmer geht. Ein Poster einer Spieluhr zu finden und zu begrüßen führt zu Level 40. Ein Geschäft mit der Bezeichnung Aporote Pio Desire zu finden und zu betreten, führt sie zu Level 67. Einige Touren neben den Ladengeschäften werden schmutziger sein als der Rest. Das Betreten dieser führt zu Level 480. Von einigen Wanderer berichten, dass während der Blackout-Phase, dass ein Riegel von offenen Türen neben dem Backroom-Vendor eine Chance hat, zum Blackout zu führen. Dies wird nicht empfohlen, da es keine Kommen aus dem Blackout gibt. Wenn Sie den Server nach The Usual fragen, wird er auf der Rückseite seiner Küche führen. Sobald sie dort sind, werden sie irgendwie eine Art Gericht aufpeitet und das letzte reicht, was sie konsumiert haben. Nach etwa 4 Minuten werden sie sterben und das letzte Level, an dem sie gedacht haben, ist, wo sie aufwachen.